Und damit sind wir wieder zurück in der Minecraft-Hardcore-Welt. Wir haben beim letzten Mal es endlich geschafft. Alles Wasser ist weg. Und unser Inventar ist randvoll mit Sand. Das heißt, das müssen wir erstmal regeln. Und ich bin noch nicht ganz sicher, wie wir das am geschicktesten machen, weil das Inventar ist einfach voll. Und wir müssen auch noch die ganzen Schulkerboxen ausräumen. Ich würde sagen, das ganze Zeug bringen wir mal zurück nach Crossroads Tempel und lagern das da in Kisten ein. Und dann holen wir die Sachen, die wir dann brauchen, um hier die ganze Gegend zu verwandeln. Unter Umständen müssen wir dann auch demnächst nochmal an den Nether-Highways arbeiten, damit wir noch ein bisschen Netherrack bekommen. Ich weiß nämlich jetzt gerade nicht, wie viel Crimson-Zeug wir hier haben. Ah, doch ein bisschen was. Ich meine, das Zeug kriegt man ja schnell kultiviert. So, jagt man die dann gleich den Superschmelzer oder nicht? Das ist die Frage. So, die Frage ist auch, was brauchen wir gleich noch alles? Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen was an Crimson Nylium hier. Neverack technisch sieht es auch nicht mehr ganz so rosig aus. Brauchen wir Seelen? Ja, Seelensand sollten wir vielleicht auch mitnehmen. Weil ich möchte ja auch die Netherwarzen tendenziell dann im Monument kultivieren. Glowstone, ein paar Nether Erzblöcke nehmen wir mal mit. So, aber erstmal möchte ich hier das hier noch wegmachen, damit wir die Sense und die Schwämme weglegen können. So, wir lassen mal die Conduit noch, wie sie ist, weil die kommt zum Schluss weg. Ach Mensch, hier sind ja auch Slime Chunks. Hallo? So, die Frage ist natürlich jetzt, fangen wir mit dem Monument an oder fangen wir mit der Umgebung an? Ich würde eigentlich sagen mit dem Monument. Weil das ist eigentlich das Wichtige und wenn wir halt am Ende zu wenig Zeit haben, möchte ich halt, dass das zumindest schon mal fertig ist. Was ist das denn eigentlich hier für eine Mojang? Das hier ist nicht richtig. Also hier machen sie einen Zweier-Durchgang. Da auch. Und dann machen sie hier aber eine ungerade Breite. Nicht cool. Ist nicht... Nee, Sieht fies aus. Also muss ich auch noch solche Sachen korrigieren, damit es halbwegs passabel aussieht hier. Man muss auch immer bedenken, das Monument ist dafür gedacht, dass man durchschwimmen kann. Und diese ganzen horizontalen Eingänge... Nicht horizontal, vertikalen Eingänge sind jetzt total nutzlos. Also, wir fangen einfach mal an mit dem Außenbereich und dann haben wir, glaube ich, einfach schon viel gewonnen. Außenbereich und Boden. Könnte was haben mit Rot drumrum und dann noch Lila. So, was wir halt bedenken müssen, die Seelaternen werden natürlich durch Glowstone ersetzt. Was auch eine Interaktion mit Prismarinen hat. Nice. Bringt uns zwar in dem Zusammenhang jetzt nichts, weil der Rest auch ersetzt wird, aber gut zu wissen. So, jetzt im Moment ist das immer noch ein ziemlich starker Kontrast. Aber später wird das voll okay. Und wir machen daraus auch noch Crimson Nylium, aber das können wir auch mit Knochenmehl hervorrufen. So, hier vorne die Front. Die hätte ich gerne noch umgewandelt. So, könnte ein bisschen dunkel sein. Okay, das... Dass dieser Block da gerade rumhängt, das nervt mich. So, aber... Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich meine, es ist natürlich jetzt gerade total dunkel, deshalb tritt das Schwarz natürlich sehr in den Hintergrund, aber... Wenn das ganze Monument so aussieht... Sieht es halt schon so ein bisschen korrumpiert aus. Gefällt mir. Es ist halt ein bisschen komisch, dass man das Wasser hier halt hören kann. Und auch nicht gerade leise, obwohl es hier eigentlich gar kein Wasser geben dürfte. Aber hier widerspreche ich mir auch ein bisschen selber, weil ich habe ja extra unten mit Glas gearbeitet, damit man die Guardians hoffentlich sehen kann am Ende. Nur das funktioniert ja eigentlich auch nicht so wie gewollt, also vielleicht ändere ich das noch.
Sollen wir gerade unterbrechen und an den Dings weiterbauen, an den Never High Race, damit wir ein bisschen Never Rack bekommen? Macht das Sinn? So, ich überlege auch, ob es sich lohnt, hier praktisch auch so eine Zweigstelle zu machen. Aber statt einem Portal mit einer Vierer-Beacon da drin. Weil hier einfach so ein Knotenpunkt ist, dass sich hier halt eine Speed-Beacon und auch eine Protection-Beacon bestimmt lohnen würden. Einfach auch, wenn ich hier in dem Bereich unterwegs bin, Protection zu haben, wäre einfach, glaube ich, ganz sinnvoll. Ich weiß nicht, ob Stärke bis dahin drüben reichen würde, wobei das eigentlich auch egal wäre. Und Jump Boost würde es vielleicht auch nochmal einfacher machen, hier den Bereich zu navigieren. Normale Öfen sind einfach viel zu langsam. Da führt kein Weg dran vorbei. Wenn ich mir denke, ach, die. Hier, die Teile, die Säulen vom Monument müssen ja auch. Ich meine, das war nur außen, aber. Shit. Ja, es könnte noch ein bisschen dauern. Wenn wir die Schlucht beibehalten. Vielleicht müssen wir dann später mal ein paar Brücken darüber bauen oder so. Oder irgendwie gucken, dass wir da nicht versehentlich reinfallen. Die Frage ist, wollen wir, dass das hier Teil der Konstruktion ist, dieser Boden? Weil dann bräuchten wir Neta Ziegel. Oder sagen wir, das ist der Untergrund, auf dem es gebaut ist. Wie so eine Art Hügel. Weil dann könnte man Neverrack beziehungsweise dann später Crimson Nalium verwenden. Ich hätte halt ungern so einen harten Übergang hier von mehr oder weniger natürlich und hier dann auf einmal harter Steinboden. Also Ziegelboden. Deshalb wäre eigentlich Neverrack aus meiner Sicht besser. Ich meine, austauschen kann man es am Ende immer noch. Was willst du denn? Was willst du? Du kannst mir nichts anhaben. Er ist schon. Er ist, ich meine, er ist ja irgendwie süß. Ich habe nur leider, glaube ich, kein Namensschild hier. Sonst würde ich ihn ja gerade behalten. Eigentlich muss ich mir mal irgendwo so eine Slime-Familie halten. Das klingt falsch, aber es ist einfach so. Und immer wenn es mir schlecht geht, gehe ich einfach dahin und lasse mich von ihnen anspringen. Aber halt so Mini-Slimes natürlich, ne? Ich weiß nicht, ob mir das so gefällt. Ich meine, man kommt so gut hin. Hier ist der Doppelsprung natürlich total praktisch. Das wird voll die Umstellung, wenn der wieder weg ist. Ja gut, der Stein da passt nicht so cool, aber wenn man da roten Sandstein nimmt, ist das, denke ich, okay. Wir probieren es mal kurz. Und wir können es uns ja leisten. Aber ich finde, das sieht schon cool aus. Also das harmoniert. Das sieht aus, als würde im Monument irgendeine Energie erzeugt, die für irgendwas gebraucht wird. Ich find's nice. So, später kann man hier auch noch ein paar Nethererze drin verstecken, wobei ich eigentlich finde, dass. Also am liebsten würde ich halt normale Erze damit ersetzen. Aber vielleicht, wenn es zu eintönig ist, muss ich so auch noch was verteilen. So, ich meine, den tieferen Teil muss ich zum Glück nicht machen, weil ich dann zum Glück einfach hier Lava hinsetzen kann. Wobei, ob das so viel angenehmer ist, wage ich im Moment zu bezweifeln. Weil sich Lava-Eimer ja nicht stacken lassen. Ja. Ja, das ist okay, finde ich. Wie gesagt, das wird noch zu Crimson Nalium gemacht, aber. Erstmal Neverrack.
Mensch. Also ich hatte eigentlich gehofft, dass wir die komplette Transformation vom Gebäude außen hinkriegen. Das scheitert jetzt halt ein bisschen am Material. Aber ich meine, dafür haben wir das da hingekriegt. Oh, nein. Zum Glück verhält sich Netherrack nicht wie Stein in der Hinsicht, dass es halt dann zu einer. Zu was an, also, das droppt sich selber anders halt als Stein, weil Stein wird ja erstmal zu Cobblestone, wenn man es nicht mit Silk Touch abbaut. Innen ist eh so eine Frage. Ich muss wahrscheinlich innen auch eh wahrscheinlich alle Wände rausreißen oder so, weil wir einfach. Was soll ich mit diesen ganzen kleinen Räumen hier? Und ich muss irgendwo Treppen einbauen, damit man auch auf die höheren Ebenen gut hinkommt. Da muss man halt gucken, wie man dann die Raumaufteilung macht. So, ein bisschen Nethergolderz. Wie viel ist das? Vier? Das wird traurig, wenn du stirbst. Ach, meine, klar. Aber ich meine, es ist das Ende einer Reise, aber auch der, kann auch der Anfang einer neuen sein. Und das ist auch ein Grund, warum ich halt Wert drauf lege, halt das in Streams zu machen. Ich habe auch so eine Hardcore-Welt, aber die habe ich dann irgendwann auch einfach nicht mehr weitergemacht. Weil ich gesagt habe, ich kann zwar da coole Sachen bauen, aber ich möchte dann halt, dass mehr von der Welt übrig bleibt, einfach nur ein paar Screenshots, die irgendwann mal auf Reddit gepostet wurden oder so. Deshalb habe ich gesagt, es wird gestreamt, es werden Videos daraus gemacht. Und man kann halt dann sagen, wann war dabei oder eben nicht. Machst du noch eine danach, wenn du stirbst? Kommt drauf an. Also will ich, je nachdem, ob ich da noch Lust drauf habe, ist halt auch die Frage, macht man dann mit Vanilla weiter oder sagt man, man versucht es mit Ultra Hardcore oder vielleicht mit einem Modpack? Wobei es natürlich dann auch ein gesondert ausgesuchtes Modpack sein müsste oder eine besonders ausgesuchte Mod, je nachdem. So, dann testen wir doch mal, wie das mit den Knochen funktioniert. Okay, also wir müssen es einzeln machen. Zum Glück haben wir unbegrenzte Knochen effektiv. Ganz ehrlich, das konnte man nicht auf einen größeren Bereich setzen. Bis jetzt sieht das sehr gut aus. Danke. Ich muss ja sagen, ich habe am Anfang echt überlegt, was für ein Thema passt. Ich habe auch, also es stand zum Beispiel auch im Raum, es zu einem Wüstenmonument zu machen. Was sich ja auch cool ausgesehen hätte. Dann hätte man vielleicht so ein Gegenstück zu Crossroads-Tempel gehabt. Da bin ich aber noch ein bisschen zwiegespalten, weil ich mir auf der einen Seite denke, Crossroads-Tempel soll so ein bisschen so ein einzigartiges Ding sein. Deswegen eine größere Version davon höchstens in einer neuen Welt. Also ich würde zumindest ungern hier eine größere Version bauen wollen. Aber auf der anderen Seite ist halt die Frage, gibt es vielleicht noch andere Gegenstücke zu dem Ding? Cool wäre, denke ich, wenn du irgendwann die Laternen durch Stromnetze erstellen, weil du sie mit Lava ersetzen kannst. Ja, ich meine, ich muss gucken, wie das Lichtlevel dann zum Beispiel auch hier mit den Bäumen ist. Wobei, ach, so beeindruckend ist es nicht. Aber ja, wäre halt schon cool. Vor allem Shroomlights? Haben Shroomlights nicht eine Interaktion? Lass mich mal kurz gucken. Wir merken uns mal kurz, dass der hier da. Haben Shroomlights eine Interaktion mit. Haben sie. Könnte man sich also überlegen. Wie willst du später die Lava in das Loch bekommen? Einmal für einmal. Ja, anders geht's nicht. Deswegen habe ich auch schon angefangen, alles an Lava mitzunehmen, was mir so über den Weg kommt. Aber wir werden das Zeug Schulkerbox-weise hier rübertragen müssen.
Das wird auch noch echt ein bisschen nervig, weil Lava in der Luft zu platzieren. Und ich möchte ja möglichst halt stehende Lava haben. Zum Beispiel hier wäre es kein Problem. Aber da, wo es breiter wird, uff. Oder hier. Das wird lustig. Aber dafür geht das Zeug halt auch runter und beleuchtet alles da unten und blockiert halt die Spawns. Und wir müssen uns nicht darum kümmern, dass das da unten halt gut aussieht. Wir müssen vielleicht auch irgendwie gucken, dass wir da nicht versehentlich hier in die Lava reinlaufen, wenn wir dann später hier rumrennen. Wusstest du, dass Minecraft die Sprache Kölsch gibt? Ja, ich habe sie sogar in ein paar Folgen verwendet. Wurde mir nur ein bisschen zu kompliziert mit den Namen von den Verzauberungen. Pirate-Speak ist auch, ja. Oder Shakespeare. Es gibt auch noch Klingonisch und ich glaube Shakespeare. Vor allem, irgendjemand bei Mojang muss diese Sprachversion ja auch aktuell halten. Das ist immer das, was mich fasziniert. Es gibt jemanden bei Mojang oder irgendwo außerhalb, der dafür bezahlt wird wahrscheinlich. Also, das nimmt Gestalt an, finde ich. Wir haben jetzt bestimmt so ein gutes, ja, ein Viertel, vielleicht sogar ein knappes Drittel vom Gebiet transformiert. Das Problem ist halt im Moment eher wirklich, dass wir nicht genug Netherrack haben. Deswegen sage ich ja auch, wir können es eigentlich uns nicht mehr leisten, das Zeug wegzuschmeißen. Beziehungsweise deswegen habe ich es eigentlich auch ungern immer weggeschmissen, falls ich es überhaupt weggeschmissen habe in dieser Welt. Ich glaube, es ist tatsächlich besser, wenn wir doch erst hier alles transformieren. Es sieht gerade mit richtig nice aus. Mit dem Shader und jetzt, wo es Nacht ist. Mag ich. Das Problem ist, wenn wir in den Nether gehen, um mehr Netherrack zu holen, laufen hier natürlich die Öfen nicht weiter. Das ist ein bisschen kacke. Und auch wenn wir Lava holen wollen, haben wir das gleiche Problem. Netherrack. Und dann ist einfach die Kiste schon wieder leer. Das ist doch ein Trauerspiel, Leute. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hallo. Aber es sieht so aus, als hätten wir endlich wieder eine Neverite-Mine. Was ganz gut ist, weil Neverite werden wir spätestens dann wieder brauchen, wenn wieder Leute Neverite-Bäume haben wollen. Also Tier 3 Leute. Vor allem dann können wir hier uns theoretisch auch noch einen Steg machen, um dann Lava abzapfen zu können. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ich meine, wir müssten jetzt 81 Lava-Eimer haben. Das ist halt leider absolut nichts. Nicht, wenn man möchte, dass es gut aussieht. So, ich weiß jetzt nicht, wie weit ich hier gegangen bin. Aber da das hier ein Netherrack-Steinbruch ist, höhle ich wahrscheinlich einfach das komplett einfach chunkweise das ganze Ding aus. Das Tolle ist einfach, hier ist jetzt gerade Ancient Debris einfach nur ein netter Bonus. Weil ich tatsächlich für Netherrack hier bin. Da bin ich wieder. Das habe ich verpasst. Wir haben insgesamt 9 Ancient Debris gefunden. Wir haben 3 Shulker-Boxen mit Netherrack gefüllt. Wir gehen auf jeden Fall erstmal noch die Werkzeuge reparieren. So, also ich würde sagen, vom Terrain her haben wir vielleicht auch jetzt die Hälfte. Also es geht doch schneller, als ich dachte. Mit der Lava, es wird halt noch mega spannend. Und unter dem Monument gefällt mir ehrlich gesagt auch noch nicht so richtig. Vor allem, wenn ich da noch unter Umständen Platz für etwas anderes lassen muss. Da müssen wir echt mal schauen. Ich muss jetzt mal kurz überlegen. Ich hatte zwischendurch offscreen Knochen gefarmt. Ein Stack Kohleblöcke gefarmt in der River Skelett Farm. Netherrack hatten wir noch.
glaube, das war's. Ich meine, wir sind jetzt auf jeden Fall bei Tag 149, also ein bisschen weiter, als wir beim letzten Mal geendet sind. Aber wir haben jetzt, glaube ich, auch genug River-Skelett-Schädel irgendwie für, was weiß ich, sieben River? Einfach so ganz nebenbei gekriegt. Also sowas schätze ich auch immer sehr gerne. Weil, ich glaube, das war Hennys Idee und die ist eigentlich ganz gut. Und zwar, dass wir die Schlucht einfach mit Glas bedecken, dass wir auf jeden Fall Punkte haben, wo wir die Lava draufsetzen können. Und dann am Ende können wir immer noch Löcher reinschlagen, damit unten halt das alles mit sich mit Lava füllt. Das macht es vielleicht dann auch einfacher, die den Ort für das andere Ding, was ich hier unten noch einbauen möchte, zu finden. So, die Frage ist, inwieweit lasse ich die Lavareihe hier mitwachsen? Das Ding ist, wenn sich halt die Höhe ändert, sieht komisch aus. Also eigentlich muss das hier auf der Höhe sein. So, die Frage ist, wie zentriert ist das? Das Ding ist, es macht eigentlich keinen Sinn, es zu zentrieren, weil da muss ich erstens zu viel hier ändern. Und zum anderen macht es halt auch wenig Sinn, das, was ich hier vorhabe, unbedingt mittig zum Monument ausrichten zu wollen. Das wäre ja dann. Gute Frage, warum aber das wäre. Wobei, ich kann mal gucken, wenn es wenig. Es wäre auch ein bisschen mit der Funktion des der Guardian Farm verbunden. Und sagt, er gibt nicht hundertprozentig Sinn, dass sich das, was hier hin so perfekt hier zentriert, aber ich möchte es unter Umständen als AFK-Spot verwenden. Das heißt, das sollte ich halt schon berücksichtigen. Also wir müssen hier noch ein bisschen anpassen. Aber nichtsdestotrotz, wir können zumindest mal den einen Teil da hinten. Genau hier war das. Genau, der eine, den ich jetzt verschwendet habe, fehlt uns jetzt natürlich, ist klar. Die Lava darf sich ruhig auch mal ein bisschen zurückziehen. So ist mit den ganzen fließenden Blöcken, sieht man natürlich auch nicht, wo noch stehende Blöcke sind. Also wenn ich irgendwann mal einen Lavasee wirklich richtig austrocknen möchte, ich bin eigentlich überlegt zu sagen, ich muss dann auch ein riesiges Lager für Lavaeimer bauen. Einfach nur, dass alles, was irgendwie mit Terraforming und Lava zu tun hat, nie wieder ein Hindernis ist. Die Frage ist, komme ich jetzt mit den drei Stacks. Also mit den drei Schulkerboxen Neverack hin, damit ja, dann komme ich auch mit dem Knochenmehl hin, was ich noch habe. Ansonsten muss ich nochmal der Bürger-Skelett-Farm einen Besuch abstatten. So, und hier müsste ich vielleicht vorher noch schauen, dass ich hier das ein bisschen ausmarkiere, bevor ich, weil ich noch nicht weiß, was davon weg muss und was davon bleibt. Deswegen würde ich eigentlich sagen, hier den Teil lassen wir erstmal noch, wie er ist. Und das da. Also ich kann mir vorstellen, dass das schon ziemlich nice aussieht, wenn die Lava an den restlichen Orten ist. Ich meine, hier müssen wir jetzt auf jeden Fall noch Knochenmehl verteilen. Ich denke auch, dass ich wahrscheinlich dafür noch einen Besuch zur Wyvern-Skelett-Farm machen muss. Klar, unter dem Monument. Aber wie gesagt, da habe ich noch was vor. Und ich glaube, dafür muss ich zumindest schon mal ein paar Grundlagen legen. Mir ist übrigens auch die Idee gereift, weil ich ja beim letzten Mal darüber gesprochen habe, vielleicht irgendwann mal eine
Lava-Lagerlösung finden zu müssen. Man kann ja damit 1.17 jetzt auch Lava farmen, weil es ja jetzt Tropfstein gibt. Das könnte man dann natürlich auch integrieren. Wir haben natürlich keinen Tropfstein und den gibt es theoretisch auch nur in den neuen Gebieten. Aber der Wandernde Händler hat manchmal ein bisschen was. Und das Zeug ist erneuerbar. Das heißt, da sollten wir bei Zeit mal Ausschau halten. Ich hoffe, das reicht mit dem Knochenmehl. Ich meine, es müsste theoretisch, aber wäre blöd, wenn nicht. Hier und dann jeweils vier hier in die Richtung. Da müssten theoretisch drei in jede Richtung genau übrig bleiben. Und nach hinten hin brauchen wir da auf jeden Fall mehr Platz. Ich bin mal gespannt, ob jemand schon hier dran erahnt, was es werden soll. Ich glaube, der Boden im Monument ist, glaube ich, nächste Order of Business hier. So, das ist schon mal gut als Platzhalter. Dann wissen wir auch, was sonst weg muss und was bleiben kann. Ich glaube, hier kann ich dann auch gleich eine Netawarzenfarm einrichten. Weil ich glaube, die Menge, die wir übrig haben, reicht nicht. So, auf jeden Fall ist einfach so schon mal sichergestellt, dass wir am Ende noch genug Netawarzen bekommen. Oh wow. Ja, das war aber ziemlich fast eine Punktlandung. Also der hier muss noch eine Weile blau bleiben, aber ansonsten bis auf hier den Flickenteppich ist das Monument jetzt eigentlich von außen komplett transformiert. Moment, das muss ich noch richtig stellen. Das kann so nicht bleiben. So, in der Hoffnung, dass jetzt keine Phantome angescheißert kommen. Der Außenbereich, wie gesagt, bis auf die eine Säule, ist soweit durch. Und halt natürlich der Boden, aber der Boden zählt eigentlich genauso zum Innenbereich. Ich bin mal gespannt. Also, ich denke mal, das unter dem Monument kriege ich noch fertig und die Säule auch. Und danach werden wir die 1000 Tage schon erreicht haben. Ich meine, wir sind jetzt bei Tag 977, also wir nähern uns mit großen Schritten. Und damit sind wir wieder zurück in Minecraft Hardcore. Ich habe ein wenig geguckt, wie wir das am besten machen. Das heißt, erste Order heute ist, dass wir Netherrack nochmal holen und Blackstone. Auf dem Rückweg schauen wir in Crossroads Tempel vorbei, holen Kohle, damit hier die Öfen durchballern können. Und wir müssen dann das Glas da unten doch mindestens drei Ebenen nach unten verschieben. Baumcreeper. Wir müssen das Glas nach unten verschieben, weil ich einen richtig dummen Fehler gemacht habe. Das passt sonst nicht, was ich da unten vorhabe. Und dann bauen wir das Ding, was ich da unten vorhabe. Und dann ist hoffentlich auch genug von dem ganzen Zeug dadurch, dass wir die Säule und den Boden noch zumindest machen können. So, wir müssen hier mal gucken. Weil dass das die Decke berührt, geht nicht, weil es muss ja auch noch zwei Ebenen nach oben gehen. Das heißt, wir müssen mindestens zwei und eher dann noch, wenn ich schon runtergehe, kann ich auch mindestens drei Glas, also drei Ebenen runtergehen. Das heißt auch, ich muss hier noch ein bisschen nachbessern. So, pass auf, das hier kommt sowieso weg. Theoretisch brauche ich auch gar kein zusätzliches Glas. Ich vermute mal, dass ich es trotzdem noch gleich welches holen muss. So, das Glas ist versetzt. Jupp. So, also es fehlt jetzt noch das Glas. Aber ich denke, spätestens jetzt sollte man erkennen, was das hier werden soll. Und zwar ist ja die Idee, dass hier praktisch versucht hat, einen Teil des Nethers zu generieren, sich das Monument widersetzt hat und dadurch halt dieses Nether-Monument entstanden ist. Nur das
hat natürlich auch Folgen für alles, was in diesem Bereich lebt. Hier halt die Guardians. Und jetzt hatte ich mir vor einer Weile überlegt, dass es diesen Guardian getroffen haben könnte, beziehungsweise vielleicht auch noch andere. Und der jetzt praktisch mutiert ist zu so einem schwarzen Guardian, der total übergroß ist und in Lava lebt. Vielleicht hätte es auch noch andere getroffen. Nur die waren dann wahrscheinlich außerhalb von diesem Radius und können nicht mehr im Wasser überleben und sind dann halt einfach qualvoll verreckt. Ich habe überlegt zwischendurch, ob man nicht versuchen sollte, da irgendwie Skelette von diesen Guardians hinzupacken. Nur die würden wir nie sehen. Die würden wir nur dann sehen, wenn wir da draußen schwimmen würden. Und auch nur, wenn wir nah am Boden vom Ozean schwimmen würden, weil das müsste man, also ich wüsste jetzt nicht, wieso man das beleuchten sollte. Aber dass wir halt praktisch diesen Guardian haben, wir brauchen irgendwie einen geheimen Eingang, dass wir da drin dann praktisch stehen können, wenn wir die Guardian Farm nutzen wollen. Und das einfach komplett von Lava umgeben ist. Das war so meine Idee. Und ich habe da ein bisschen experimentiert mit den Farbpaletten. Dass er praktisch dann ein rotes Auge kriegt. Dann war die Frage, kriegt er rote Stacheln oder kriegt er goldene Stacheln? Ich finde, Gold sieht besser aus. Das heißt, das wird es auch. Deswegen habe ich auch die Tage das Gold mitgenommen. Und was ich halt jetzt noch vorher getestet habe, wie das funktioniert, ist die Schwanzflosse. Die muss dann hier hinten hin. Passt aber auch. Vor allem jetzt, wo wir den noch ein bisschen tiefer gelegt haben. Und ich hoffe, dass wir den Teil hier heute fertig kriegen und dann bis 1000 Tage noch ein bisschen hier klar Schiff machen können. So, nächster Schritt wären dann die Stacheln theoretisch. Und hier genau so 3, 4. Wie gesagt, die sind eingefahren. Also, die machen gar nichts. Und dann haben wir das hier genau so. Die Stacheln sind die auf Augenhöhe? Die sind auf. Ja, die sind auf Augenhöhe. Das heißt. Und dann haben wir auch eine Flosse hier. Müsste es nicht noch eine sein? Ja, es müsste theoretisch noch eine sein. Es müsste theoretisch noch eins runtergehen. Aber das ist eh unter der Lava. Sehen wir also eh nie. So, damit sind auch alle Säulen jetzt umgewandelt. Das ging auch ziemlich gut auf. Weil es einfach fast 8 Schulkerboxen voller Lava hier reingeballert. Ja, und jetzt sehen wir da hinten, das ist jetzt einfach eine Wand aus Lava. Das ist doch schon von außen nicht mehr wiederzuerkennen. Also unten muss jetzt noch ein bisschen was gemacht werden. Das werde ich wahrscheinlich die letzten Tage vor der 1000 noch tun. Aber das Wichtigste ist aus meiner Sicht so fertig. Ich meine, gut, den Innenteil, den werde ich wahrscheinlich zu einem anderen Zeitpunkt machen. Ich glaube, das wird ein separates Projekt, weil ich auch gar nicht weiß, was ich mit dem Innenteil groß machen würde. Aber ich kann diesen Bereich ehrlich gesagt auch langsam nicht mehr sehen. Das heißt, erstmal nach den 1000 Tagen, wenn ich mit dem Außenteil fertig bin, vermutlich erstmal ein anderes Projekt. Alles klar. Es ist Zeit für den Endspurt. Wir sind auf Tag 991 sogar. Das heißt, in um die 3 Stunden erreichen wir die 1000 Tage. 3 Stunden, die ich noch möglichst nutzen will. Das heißt, wir verlieren keine Zeit. Ich möchte auf jeden Fall da unten den Teil noch halbwegs fertig kriegen. Ich glaube nicht, dass wir die ganze Lava platziert kriegen werden. Aber zumindest halt. Da ist eine Säule. Wieso habe ich die nicht gesehen? Die muss noch ersetzt werden, auf jeden Fall. Das kann so nicht bleiben. Und halt das ganze Zeug da unten, was noch kein Netherrack war. Und schauen wir auf jeden Fall noch, dass wir möglichst viel Lava platzieren. Also ich habe das Gefühl, dieses Gebiet könnte Monster-Spawn-technisch echt gefährlich werden. Einfach in allen Lücken richtig viel los sein wird.
Ich habe halt auch so ein Gefühl, dass die Guardian Farm, die eigentlich das Herzstück dieses Dings sein soll, am Ende gar nicht so gut funktionieren wird. Ich meine, sie wird nicht irreparabel sein, das glaube ich nicht. Und wir haben keinen unmittelbaren Bedarf an Prismarin, vor allem weil wir so viel jetzt durch das Monument selber bekommen haben. Aber ich glaube, da müssen wir irgendwann nochmal nachbessern. Moment, welches habe ich nochmal genommen? Das hier habe ich genommen, ne? Das bei 0,0. So, was wir mal gerade dann probieren können. Ohoho. Hat was. Man sieht es direkt. Man sieht direkt, wo hier gearbeitet wurde. So, und es sieht schon nice aus. Auch deutlich runder, als ich erwartet hätte. Aber das erkennt man auch auf jeden Fall. Ich meine, es ist eine komplett ausgezoomte Karte. Also wir haben groß genug gebaut, dass man es auf der Karte sehen kann. Weil viele machen ja ihre Karten aus nicht ausgezoomten Karten, machen einfach ganz viele zusammen. Ich zoome die Karten dann lieber komplett raus. Und wenn man es auf der Karte am Ende nicht sehen kann, was ich gebaut habe, habe ich nicht groß genug gebaut. Aber hier brauchen wir eigentlich nicht mal einen Banner. Und jetzt sterben. Nein. Hier definitiv nicht. Da ist das Lava-Sammeln deutlich gefährlicher, weil ich da keine Beacon habe. Hier kann die Lava mir eigentlich nichts anhaben. Ich nehme weniger Schaden und ich kriege ja auch noch Heilung durch die Beacon. Ich würde es nicht drauf ankommen lassen, ohne es vorher zu testen, aber ich würde behaupten, mir kann hier so gut wie nichts passieren. Spätestens wenn ich esse, heile ich schneller, als mir die Lava irgendwas anhaben kann. Außer der Sound kann dir was anhaben. Oder ein Creeper, der sich hier anschleicht. Zum Glück hat die Schulkerbox überlebt. So, hier, boom, boom. Und dann haben wir die Seite schon mal. Aber da wir hier so gut hoch und runter kommen, wäre es vielleicht ganz praktisch, die andere Seite zuerst zu machen. Tag 999, aber er neigt sich jetzt dem Ende zu. Echt jetzt? Jetzt muss natürlich ein Gewitter losgehen, das heißt, wir sehen die Sonne nicht. Ganz toll. Also das ist ja wohl jetzt ein Troll. Moment, ist das jetzt Tag 999? Tag 1000, doch. Es ist Tag 1000, bestätigt. Nur wir sehen jetzt natürlich die Sonne nicht. Aber anderthalb Jahre, 1000 Tage. Gucken wir mal kurz in die Statistiken. Wir haben 1000 Tiere gezüchtet, wir haben 630 Fässer geöffnet, wir haben 8487 Kisten geöffnet. Schaden. Fast 100.000 Schaden ausgeteilt. 10.000 Schaden widerstanden, 9.000 Schaden genommen. 360 Kilometer sind wir gesprintet, 316 sind wir geflogen. Walked underwater, ja. Ender Chests haben wir auch über 1000 Mal aufgemacht. Sprünge fast 150.000. Ja gut, hier die Sachen. Ist jetzt, glaube ich, das meiste nicht so interessant. Wir können mal kurz gucken. Times Mind. 3000, über 3000 Mal. Das Ding ist, ja, es zählt ja sowohl, wenn es
man es normal zerstört, als auch wenn man es abbaut. Also das ist eigentlich nicht zuverlässig. Mobs, gucken wir mal kurz hier. 57 Blades. 480 Kühe, 137 Creeper. 12 Elder Guardians, 20 Ender Drachen. 12.800 Endermen. 785 Evoker. 400 Guardians. 10 Husks, das ist ein bisschen viel. 120 Phantome knapp. 4.000 Pillager. 75 Shulker, das ist mehr als ich dachte. River Skelett interessiert mich gerade. Vex, Vindicator. 23 River, 1700 River Skelette. Allgemeine Statistik interessiert mich noch gerade. Spielzeit, 11 Tage 40, also 11,4 Tage. Also das sind, ist Echtzeittage. Das ist schon, wir haben insgesamt vier, okay, wir haben von 1000 Tagen haben wir 444 Nächte verschlafen. Das wurde natürlich zum Ende hin weniger. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Dabeisein bei dieser Reise. Auf die nächsten 1000 Tage. Ich hoffe, ich übernehme mich hier nicht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.